Hallöchen, es ist Dienstag und wie ihr seht, sitze ich im Auto. Jetzt startet ein neuer Dienstagsvlog. Das heißt, wer vielleicht den letzten gesehen hat, den findet ihr auch nochmal hier oben. Der weiß schon, um welches Buch es sich handelt. Ich habe es gerade nicht bei mir. Das ist von Rosie Welch, Ohne ein einziges Wort. Ich hoffe, der Titel ist richtig. Ich wollte einfach nur erzählen, es ist Dienstag. Ich hatte den Tag über ein bisschen Zeit, kreativ zu sein. Es hat viel Spaß gemacht und jetzt bin ich gerade heimgekommen und werde jetzt noch ein bisschen den Abend mit meiner Mama verbringen und einem Eis vermutlich. Ich war gerade essen mit meinen beiden Kolleginnen und das war sehr schön beim Italiener und jetzt, ja, wie gesagt, noch ein ruhiger Abend und dann geht es morgen wieder weiter und auch in die Arbeit. Ich nehme euch hoffentlich ein bisschen mit und schaffe es, ein bisschen auch was zu zeigen. Und wie gesagt, zeige ich euch auch das Buch. Heute vielleicht noch. Und komme dann auch dazu, es weiterzulesen. Es sind noch bestimmt 500 Seiten, die vor mir liegen. Also genug Stoff, um ihn zu verschlingen. Und ich hoffe auch genug Zeit die Woche, denn es wird so einiges passieren noch die Woche. Und ja, mit ganz viel Glück seht ihr das alles dann im Folgenden. Guten Morgen! Ich finde ja, der Tag startet richtig, wenn die Sonne schon da ist oder wenn man sich den Sonnenaufgang mal anschaut. Das tue ich viel zu selten leider, aber ich habe das heute getan. Es hat so gut getan. So viel Kraft zu tanken, so viel Sonnenenergie, so viel Mut für einen neuen Tag, für diese Woche, für die neuen Aufgaben, für alles, was ansteht und Mut und Zuversicht. Für all das, was kommt. Und alles, was kommt, das soll so kommen. Und ja, es wird auch alles geschafft. Deswegen, ja, die Sonne. Herrlich. Ja. So schön es auch ist, ich habe die ganze Nacht durchgemacht und den Sonnenaufgang angeschaut. Wie gesagt, schön fand ich's. Dennoch weiß ich, dass der Tag, der jetzt vor mir liegt, anstrengend wird und hart wird. Ich freue mich aber auch drauf und ich freue mich vor allem drauf, heute Abend dann ins Bett zu gehen, weil ich weiß jetzt schon, dass ich unglaublich müde werde. Müde sein werde jetzt. Der Satzbau hat schon leichte Schwächen. Gut. Macht nichts. Ab und zu ist es das wert. Wobei ich dachte, dass man mit diesem Nachtdurchmachen irgendwie mal durch ist, wenn man nicht mehr 20 ist oder so. Aber ich muss sagen, es hatte einen gewissen Reiz und es war genau richtig. Manchmal braucht man das. Ich habe mich schon eine ganze Weile nicht mehr gemeldet. Diese Woche war unglaublich schön und durcheinander und es ist viel passiert und ja, ich habe dir gespürt, ich liebe und das ist ein wunderschönes Gefühl und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, ich komme recht wenig zum Lesen. Also wir haben schon Sonntag, Abend, Nacht und ich bin in dem Buch hier auf Seite 98 oder 100. Und ja, es gefällt mir
noch ganz gut, aber ich komme, wie gesagt, kaum dazu zu lesen. Deswegen, vielleicht schaffe ich es in den nächsten beiden Tagen noch ein bisschen. Dann wäre das doch noch ein bisschen ein Lesevlog. Ich habe tatsächlich auch wenig mitgefilmt von dem, was so passiert ist die ganze Woche über. Ein paar Schnipsel werdet ihr gesehen haben vor diesem Clip. Und ich kann nur noch zusätzlich dazu erzählen, es war eine Arbeitswoche. Dementsprechend habe ich da nicht so viel Zeit gehabt, tatsächlich auch nicht gefunden. Donnerstag war, glaube ich, der letzte Clip. Da waren wir bei Freunden und auch wenn tatsächlich weniger kamen, als wir dachten, oder ich dachte, war es ein schöner Abend mit Grillen, mit gemütlich zusammensitzen, draußen sitzen. Vorher im Pool schwimmen, das war wunderschön. Und ja, einfach das Genießen. Sommer und Jungsein genießen. Und das war schön. Ja, dann am Freitag war sondern mein bester Freund da, der wohnt woanders und war aber hier und hat uns besucht und ja, war ein schöner Abend, ging bis spät, wir haben uns echt schön unterhalten und ja, ich habe wieder gemerkt, wie sehr ich es vermisse, ihn nicht einfach jeden Tag sehen zu können, wenn ich will, oder jederzeit da zu haben und alles Mögliche zu bequatschen oder zu unternehmen. Jetzt habe ich genug geredet und ihr habt lange genug das Buch hier angestarrt. Denn das Ganze soll hier ja kein Hörspiel werden oder ein Hörbuch auch nicht. Das war ein Vlog, deswegen höre ich jetzt langsam mal auf zu reden. Wie gesagt, im besten Falle kann ich euch morgen und übermorgen noch ein bisschen mitnehmen und noch ein bisschen was zeigen und erzählen und auch zu dem Buch erzählen. Denn ein paar Infos, glaube ich, wären noch ganz nett dazu, wie es mir bisher gefällt. Und das kriegt ihr dann alles morgen. Jetzt erstmal gute Nacht. Zu Hause, aber heute bei uns im Fürther Stadtpark. Norbert Nagel. Danke. Und unser Leib- und Magen-Pianist, Komponist und Sänger Jürgen Heimüller, mit dem es uns ein großes Vergnügen ist, seit Jahren zusammen aufzutreten. Und passt was an dem Hocker nicht? Alles gut. Du, ich kann ihn hochstellen. Nee, ist alles gut. Nee, aber ich möchte nicht, dass du dich unwohl fühlst. Alles gut. Aber es ist gut. Ja. Sie sehen, wie die Proben sind, ja, wenn wir sowas machen. Ja. Also. Ja, Jürgen Heimüller, meine Damen und Herren, hier. Die beiden sind aus dem Grund da, weil wir heute aus dem wunderschönen Buch, das hier neu aufgelegt ist, meinen Song vorlesen. Das sind, da in diesem Buch haben eine ganze Reihe bedeutender Schriftsteller, aber auch ich, eine Geschichte geschrieben, die über das Lied, das ihr Leben verändert hat, oder das Lied, das ihnen ganz besonders viel bedeutet hat. Und dieses Lied haben sie in kleine Geschichten gegossen und wir haben also die Lieder und wir haben die Geschichten und wir lesen sie heute zu dritt. Da wäre dann zum ersten Lisa Sophie Kuss. Lisa, würdest du mal kurz aufstehen? Die Dame im grünen Kleid. Schauspielerin, Rezitatorin und ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier zu haben. Sie ist extra aus Köln eingeflogen worden. Dann ist da noch mein Bruder und ich. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit meinem Song und jetzt geht's los. Ich schaute die Sendung mit meiner Mutter an. Er war groß, stand ganz allein vor seinem Mikrofon. Kaum hatte er begonnen zu singen, fing er schon an zu schwitzen. Er hatte die Augen geschlossen, hob ganz langsam die Arme nach oben und flüsterte: Möme kiet pa, Möme kiet pa.
Brazil. There's one thing that he loves, and that is flattery. One week's in for polka dots, and next week's he's in stripes, cause he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street, oh, Leicester Square. Cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, 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 oh yes he is. Oh yes he is. His world's filled on discotheques and parties. His pleasure-seeking individual looks always at his best, cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. Oh yeah, he's a dedicated follower of fashion. Es war eine Art Stadtparklesung. Ich hoffe, ich habe bis zum Schnitt schon herausgefunden, wie das Ganze hieß und was ich euch darüber noch schreiben kann an Infos. Stattgefunden hat das Ganze im Stadtpark Fürth und es war eine Lesung von Ewald Ahrens, Hellwig Ahrens und Lisa Kuss. Aus dem Buch Mein Song, der im Aswivendi Verlag erschienen ist. Das Buch werde ich euch morgen noch mal ein bisschen genauer zeigen. Und ja, mit Musik. Und es ging darum, dass Menschen gefragt wurden, Autoren, Schriftsteller wurden gefragt, welches ist ihr Lebenssong. Und dann haben sie eine Geschichte darüber erzählt und diese Songs wurden gespielt und es waren richtig tolle Songs dabei und ja. Ein einfach gelungener Abend, weil alle Spaß hatten und ja, so ein Abend macht Freude. Nicht einfach nur eine Veranstaltung, man geht hin und man freut sich und das ist ganz nett. Es war ein richtig, richtig gelungener Abend mit vorher Regen und kurze Sorge, dass das Ganze ins Wasser fällt mit durchaus hartem Boden, aber tolle Gesellschaft, tolle Musik. Im Event, tollen Leuten drumherum und ganz viel Essen gab es drumherum.
Und ja, es war einfach schön. Danach war es noch so, dass wir noch mit eingeladen wurden, mitzugehen ins Stadtparkcafé. Und dann haben wir noch da eine Kleinigkeit getrunken und da wurden dann noch die Reste verzehrt und noch Sachen herbeigeholt. Und ja, also eine richtig tolle Runde. Ich fand es sehr, sehr schön, mit den Autoren da an einem Tisch zu sitzen, mit dem Verlagsleiter des Ars Vivendi Verlages. Und ja, wie gesagt, ein wunderschöner Abend. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch um, wenn ihr solche Sachen habt in der Nähe, macht sowas, probiert es einfach aus. Egal wie das Publikum aussieht, ich war definitiv eine der jüngsten Personen dort. Ich glaube, ich habe noch einen Jungen gesehen, der war jünger. Ja, trotzdem, traut euch das, macht das. Und es waren, ja, war vielleicht nicht meine Zeit der Lieder, aber trotzdem finde ich auch die Lieder schön. Und auch die haben etwas und transportieren etwas, deswegen, ja. Aber ich verspreche, morgen gibt es ein paar mehr Worte mehr zu mein, ich muss spicken. Ohne ein einziges Wort. Und auch zu dem Buch, wie gesagt, mein Song. Erschienen im Ars Vivendi Verlag von verschiedensten Autoren, die über ihren Lieblings- oder Lebenssong geschrieben haben. Und ja, wir haben dann natürlich auch nochmal ein bisschen über unsere Lebenssongs gesprochen an dem Abend. Und ja, an dieser Stelle einfach nur noch gute Nacht. Dienstag und zwar schon abends. Ich habe euch noch nicht Näheres zu diesem Buch hier, erzählt. Habe es auch noch nicht durchgelesen. Ich bin auf Seite 160. Das Ganze hat 500 Seiten oder mehr. 400, 300. So um die 520. Das heißt, ja, ich werde es auch heute nicht mehr schaffen, egal wie sehr ich mich bemühen werde. Es ist folgendes. Ich habe heute Vormittag schon mal weitergelesen, aber eben nur weiter und nicht ausgelesen. Das Ganze finde ich sehr spannend, doch es gibt im Moment beim Leben viele, viele Aufgaben, die irgendwie erledigt werden wollen. Und unter anderem gehört auch dazu, das Video von der Vorwoche zu schneiden, das irgendwie schon letzte Woche hätte online kommen sollen und dieses Video heute. Also ihr seht, das alles mindestens um eine Woche verschoben. Ich hoffe, das stört euch nicht. Es ändert nichts an der Tatsache, was alles passiert ist. Was möchte ich euch darüber erzählen? Was kann ich euch erzählen? Also ich finde den Anfang durchaus sehr verwirrend. Und zwar ist es so, dass Sarah Eddie, also Sarah Harrington heißt sie, glaube ich, Eddie trifft. Eddie Davis. Auf jeden Fall Eddie trifft. Und zwar während Eddie gerade Bekanntschaft macht mit einem Schaf auf einer Weide. Und sie ist eigentlich auf dem Weg zum Bus im Nachbardorf oder dergleichen und möchte eigentlich in die Stadt fahren und ist gerade zu Besuch bei ihren Eltern auf dem Land, wo sie auch aufgewachsen ist. Wo sie eigentlich gar nicht so gern ist. So. Auf jeden Fall macht sie Bekanntschaft mit Eddie und verbringt dann den restlichen Tag mit ihm. Trinkt in einem Pub Bier, sie sitzen draußen oder liegen auf der Wiese, sie verbringen den ganzen Abend miteinander und die Erzählweise ist etwas durcheinander. Das heißt, das Ganze, was ich euch jetzt erzähle, habe ich quasi mehr herausgefunden, dadurch, dass ab und zu mal ein Kapitel kommt und das heißt erster Tag, zweiter Tag und so weiter. Aber gleichzeitig befinden wir uns im Jetzt und das Jetzt spielt 3 Wochen, nachdem Eddie verschwunden ist. So,
recht viel mehr, glaube ich, möchte ich gar nicht erzählen. Möchte ich noch was erzählen? Es ist wunderschön erzählt. Also es ist eine schöne Geschichte und spannend durchaus und im Moment gerade sogar fast ein bisschen gruselig und man denkt sich, was ist denn da Mysteriöses passiert, dass dieser Eddie verschwunden ist und warum erfahren die nicht mehr oder warum hat er sich nicht gemeldet, warum meldet er sich nicht jetzt und warum wissen auch seine Freunde nichts von seinem Verschwinden. Ja. Und da lese ich weiter und erfahre mehr und wie gesagt, auch wenn es etwas verwirrend geschrieben ist, ist einfach mal eine andere Art. Also sich darauf einzulassen ist gar nicht schlimm. Es war nur zu Beginn sehr, sehr verwirrend und ich dachte mir, hä? Was sind jetzt die ganzen Personen und was haben die denn zu tun und wo befinde ich mich und in welcher Zeit und überhaupt? Genau, weil ganz zu Beginn, glaube ich, startet das Ganze mit einem Brief und der ist Jahre später nach der Begegnung geschrieben, glaube ich. Ich glaube, den Brief muss ich nochmal nachlesen, wenn ich das Buch beendet habe. Außer es hat sich bis dahin alles geklärt. Genau, Eddie ist ein starker Kerl, irgendwie so ein Schrank, ein Mann, richtiges Mannsbild, irgendwie stark und kräftig und groß, ist Schreiner und ja, Sarah ist durchaus direkt, ein bisschen ängstlich, gerade so, als sie mitkriegt, irgendwie, sie weiß gar nicht, was los ist, warum Eddie verschwunden ist und jetzt werde ich halt weiterlesen. Genau, Dienstagabend, ich werde weiterlesen. Merkwürdig, aber wahr. Ich habe den Tag genossen, ich habe viel Kreatives getan. Und wie gesagt, es gibt gerade viel so nebenher zu tun, deswegen komme ich nicht so sehr zum Lesen, wie ich es gewollt hätte. Und heute war es sehr, sehr heiß bei uns, deswegen war es vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht so viel draußen war und gelesen habe, sonst hätte mich vielleicht noch der Hitzschlag getroffen. Ja, aber abgesehen von Lesen und später euch noch das andere Buch zeigen, ich hoffe, das vergesse ich nicht, werde ich auch noch mein Eis genießen, das schon ganz zerlaufen ist. Kokos-Vanille-Eis mit Heidelbeeren und Kakaonips. Ich freue mich drauf, auch wenn es jetzt schon fast Soße ist. Und dann lese ich weiter und im besten Falle berichte ich euch noch ein bisschen was darüber, über das Buch. Oder wenn es mich so richtig packt, nehme ich euch auch noch nächste Woche mit. Bis nächsten Dienstag. Ich überlege mal kurz, was ist denn diese Woche noch? Es steht noch ein paar Sachen an, genau. Durchaus auch spannende Dinge. Ich freue mich drauf. Ich weiß nur noch nicht genau, wie viel ich davon zeigen kann und werde. Deswegen mal schauen. Ein bisschen wie letzte Woche. Da hatte ich auch gesagt, es gibt ganz viele ganz tolle Sachen. Und dann habe ich die Kamera nie rausgeholt. Und für mich war es trotzdem eine schöne Woche. Es ist viel passiert. Schöne Erlebnisse, Geburtstage, Treffen von Menschen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Neues erlebt, Tolles erlebt und ja. Genau. Ich komme mir ein bisschen schlecht vor, weil ich eben so wenig zeige und so wenig mitnehme, aber ich habe den Eindruck, ich ja, lebe und genieße sehr viel und sehr, sehr tolle Dinge im Moment und da möchte ich nicht immer alles mitfilmen, beziehungsweise denke nicht dran und genieße einfach und das ist schön. Deswegen ja. Hoffe ich, reicht es euch, was ihr hier im Moment seht und könnt es vielleicht ein bisschen mitgenießen.